Meine Erfahrung begann mit der Entdeckung von Hochtemperatur-Supraleitung. Hochtemperatur-supraleitendem Kupferoxid 1986. Es war Lantanvalium-Kupferoxid und das habe ich von Lantanoxid abgeleitet. I still remember the excitement I had. An meine Begeisterung über unsere erste Messung erinnere ich mich noch sehr gut. Diese Begeisterung, wenn man exotische Eigenschaften in Stoffen entdeckt, wollte ich wieder erleben. Deswegen verfolge ich seither diese Richtung in der Festkörperphysik mit dem Ziel, neue Zustände von Stoffen zu entdecken, einschließlich Supraleitung. Hidenori Takagi zählt zu den weltweit originellsten Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Festkörperforschung. Der Physiker hat Bahnbrechendes entdeckt. Hochtemperatur-Supraleiter und neue Quantenphänomene in korrelierten Materialien und magnetischen oxidischen Verbindungen. Zudem arbeitet er erfolgreich an der Synthese neuartiger Stoffe. Meine Forschung steht mit der Anwendung in Verbindung, besonders mit grüner Technologie. Aber mit grüner Technologie der Zukunft, in 10 Jahren oder später. In der Umwelttechnologie gibt es viele Aspekte und einer davon ist die Supraleitung. Das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Seit einem Jahr leitet Professor Takagi hier die Arbeitsgruppe Quantenmaterialien. Seine Aufgabe ist es, die klassische Halbleiter- und Metallforschung neu auszurichten. Takagi steht im wöchentlichen Austausch mit seinem Institut in Tokio. Ich glaube, dass die deutsche Kultur der japanischen nahe ist. Deutsche und Japaner befolgen Regeln und sie sind gut dabei, eine geschlossene Bewegung oder Aktion zu vollziehen. Unser Arbeitsfeld besteht aus einer Kombination verschiedener Subaktivitäten und Geschlossenheit ist dabei wichtig. Die theoretische Diskussion ist das eine. Doch wie sieht die praktische Zusammenarbeit aus? Hidenori Takagi im Laserlabor eines Kollegen. Hier werden komplexe oxidische Materialien mit atomaren Schichtdicken aufgewachst. Takagi macht sich an die Arbeit. Auf dem Substrat Strontiumtitanat soll ein dünner chemischer Oxidfilm aufgetragen werden. Takagi überführt Substrat und Filmmaterial in die Vakuumkammer. Dort wird das Filmmaterial mit kurzen Laserimpulsen traktiert. So verdampft es und schlägt sich als dünner Film auf dem Substrat nieder. An den Grenzflächen beider Materialien können neue quantenphysikalische Effekte entstehen. Sie können einen sehr dünnen Oxidfilm fertigen und zwei solcher Schichten zusammenfügen. An der Grenzfläche gibt es eine Verbindung, wo Leitphänomene von Elektronen auftreten. Normalerweise liegen Elektronen in Feststoffen in zwei Zuständen vor. Entweder sie sind beweglich und verleihen dem Feststoff damit elektrische Leitfähigkeit, oder sie verharren auf ihrem Platz und machen das Material zum Isolator. Hidenori Takagi beschäftigt ein weiterer exotischer Zustand der Materie, der über das Elektronengasmodell hinausgeht. Bei der Quantenspinflüssigkeit bleiben die Elektronen selbst am absoluten Nullpunkt ungeordnet und dynamisch. Eine ideale Voraussetzung für einen neuen Supraleiter. Man glaubt, dass eine Art flüssiger Elektronenzustand der Schlüssel zu einem neuen Hochtemperatur-Supraleiter sein könnte. Deshalb suche ich nach solchen neuen Aggregatzuständen. Darauf kommt es mir an. Dabei ist die Hochtemperatur-Supraleitung so etwas wie der heilige Gral in diesem Feld. Im neuen Präzisionslabor des Max-Planck-Instituts will Takagi solchen Spin-Phänomenen bei tiefsten Temperaturen auf den Grund gehen. Und er hat noch eine weitere wichtige Schnittstelle für seine Forschung. Die Universität Stuttgart. Takagi soll den Austausch zwischen den beiden Instituten ausbauen.
Unterstützt wird dies maßgeblich durch seine Berufung als Alexander von Humboldt-Professor. Hidenori Takagi ist der erste Asiate, dem diese hohe Auszeichnung zuteil wird. Es ist eine Ehre, aber nicht nur eine Ehre, sondern auch eine großartige Förderung, vor allem wenn man ein Labor am Anfang neu einrichtet. Die Finanzierung hilft also auch auf praktische Weise. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Verlagerung seines Forschungsstandorts von Japan nach Deutschland gibt Professor Takagi Raum für neue Ideen. Sein großes Ziel, die Entdeckung supraleitender Materialien, ist nur interdisziplinär erreichbar. Meine Rolle hier ist es, eine Brücke zwischen Physik und Chemie zu schlagen. Ich möchte exotische Phasen finden und damit verbundene Anwendungen. Das ist es, was ich hier am Max-Planck-Institut und der Universität Stuttgart verfolgen möchte.